Jetzt bin ich hingegangen und habe alle diese Oberfrequenzen und Subharmonische zusammengenommen in einem gewissen Potenzial, wo dann wieder eine Grundfrequenz geformt wird. Somit ist die Stimme klarer. Und die Frage, wie die Zukunft aussieht, richtet sich immer danach, was sich in der Zeit getan hat. Wir sind tief verbunden. Nur weil eine Mama nicht mehr im Physischen ist, bedeutet nicht, dass sie nicht mehr eine Mama ist. Nur weil ein geliebter Mensch nicht mehr in der Physische ist, bedeutet nicht, dass die Liebe zu Ende kommt. Ich denke, dass wir sind tief verbunden mit so vielen Seelen diesseits der Vorhang und auch in Jenseits. Und durch diese Verbundenheit, durch diese Liebe, ist es schön, wenn wir können eine kurze Botschaft manchmal bekommen. Es stirbt nichts. Und das ist der Unterschied zur Natur, zu den Pflanzenwesen und zu den Menschen und Tieren. Die Tiere, wenn der Körper tot ist, ist der Körper tot, der Geist geht weg. Diese Gespenster suchen manchmal jemanden hier und sagen ihm, hey Mann, du bist tot. Und einer meiner Lieblingsarbeiten, das, was ich gut kann, ist, diesen Gespenstern zu helfen, wieder ins Licht zu gehen. Manchmal muss man sie nur informieren, du bist gestorben, du bist tot. Und wenn die Leute das merken, dann erschrecken sie und dann spukt es. Die Seance ist durchdrungen von positiver Energie, von großer Freude. Alle Anwesenden sind sich bewusst, dass ein ganz besonderer Akt des Experiments an den Rändern des menschlichen Bewusstseins vollzogen wird.